Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Es ist passiert. Nach Jahren der Abstinenz hat uns Lego im Jahr 2020 schon direkt zwei neue Piratenschiffe präsentiert. Und zwar einmal die Barracuda Bay und jetzt noch dazu das Creator 3-in-1 Piratenschiff. Und das ist nicht nur irgendein Piratenschiff. Das ist ein Piratenschiff, was mit so viel Liebe zum Detail und mit so kreativen Bautechniken ausgestattet ist, dass wir uns heute erstmal einmal genauer unter die Lupe nehmen müssen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir kommen direkt zu den Fakten. Dieses Set erscheint im Juli 2020 mit 1260 Teilen für 99,99 €, kommt natürlich auch in den freien Handel. Das heißt, es ist mit Rabatten zu rechnen. Und dieses Set wurde mir freundlicherweise vom Taschengelddieb für ein super frühes Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Sein Angebot zum Vorbestellen mit Rabatt findet ihr nochmal in der Infobeschreibung. Und wenn ihr das Set aufmacht, findet ihr insgesamt 9 Tüten in der Verpackung. Wenn ihr ganz entspannt baut, braucht ihr da so circa 4 Stunden für, um das zu bauen. Es ist abwechslungsreich und es macht Spaß, dieses Set aufzubauen. Es ist nicht einfach so hingeklatscht, wie manche andere Piratenschiffe es in der Vergangenheit gewesen sind. Man muss vor allen Dingen auch ein bisschen anders denken. Es gibt ein paar interessante Bautechniken, um Teile einzusparen. Man kann ja mit dem Set auch noch 2 andere Modelle bauen, wofür man dann halt wieder auch andere Steine braucht. Falls euch diese Bautechniken genauer interessieren, guckt auch gerne auf meinem Speedbuild-Kanal vorbei. Da habe ich das Ganze nochmal im Detail gezeigt. Wenn das Schiff dann fertig aufgebaut ist, muss man sagen, dass es schon ein wenig popelig aussieht für diese 1260 Teile. Gerade im Vergleich zu anderen Piratenschiffen, wie zum Beispiel hier der Queen Anne's Revenge mit etwas über 1000 Teilen oder der Brickbeard's Bounty mit 592 Teilen, sieht es schon klein aus, aber natürlich, die Steine, die hier mit dabei sind, die werden vor allen Dingen auch für die Segel und den kompletten Unterkörper verwendet, damit man daraus halt auch noch wieder andere Sachen bauen kann. Trotz alledem ist das Schiff aber nicht schlecht. Es ist geradezu mit Liebe gemacht. Zum Beispiel seht ihr vorne dieser Bereich um den vorderen Mast, der ist so ein bisschen angehöht. Das ist bei den meisten realen Piratenschiffen so. Und dieses Detail habe ich bei vielen Lego-Piratenschiffen oft vermisst. Außerdem könnt ihr zum Beispiel sehen, dass die Teile angeschrägt sind, um hier diese Rundung von dem Schiff zu erzeugen. Das ist auch bei fast gar keinem vorherigen Schiff so und sorgt hier nochmal für ein besonderes Detail. Und natürlich die Kanonenwände, dort wo die Kanonen dann unten rausfahren, die sind auch nochmal speziell verziert. Mit solchen Brick Modifieds wird das Ganze dann ermöglicht, dass die Steine da halt dran klemmen können. Das finde ich super schön und auch das ist bei vielen vorherigen Piratenschiffen noch nie der Fall gewesen. Einige Sachen sind aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Natürlich, weil die Segel aus Lego-Einzelsteinen bestehen, sind sie ja auch ein bisschen schwerer. Daraus resultiert, dass die Masten ein bisschen wackelig sind, was bei den vorherigen Piratenschiffen auch der Fall gewesen ist, aber nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt hier sehen. Außerdem sind die Segel natürlich auf den ersten Blick oder auf den genaueren Blick etwas gewöhnungsbedürftig, weil sie natürlich so ein bisschen strange aussehen im Vergleich zu den normalen Papiersegeln. Das gilt zum Beispiel auch vorne für den Totenkopf, der aus Legosteinen gebaut sind. Den finde ich noch okay, aber hinten auf der Rückflagge ist halt auch so ein Totenkopf drauf, der irgendwie absolut nicht, auch wenn ich es jetzt schon eine Stunde angesehen habe, nach einem Totenkopf aussieht. Und natürlich sind auch die bunten Stellen wieder mit dabei. Wir haben blaue Pins dabei, wir haben grüne Teile am Start und wir haben auch rote Teile am Start. Ich denke, dass es vor allen Dingen dazu ist, damit Kinder, die dieses Set halt aufbauen, die Farben und die einzelnen Teile auseinanderhalten können. Gleichzeitig natürlich aber auch die Alternativmodelle damit gebaut werden können, wo natürlich auch ein paar rote und grüne Stellen drin vorkommen.
Kurz auch nochmal zu den Figuren und Zubehörteilen, die ihr in diesem Set mit dabei habt. Einmal natürlich einen klassischen Piratenkapitän, wie er im Buche steht. Nicht Captain Rotbart, er hat hier eine blaue Jacke an und ist auch vollkommen unterschiedlich im Vergleich zu der Variante. Aber zum Beispiel mit so einem metallic glänzenden Stockbein, Piratenbein mit dabei. Holzbein würde ich nicht sagen, Metallbein passt vielleicht da eher. Mit einem Säbel am Start, dann hier der Gürtel, der um die Brust geschürt ist, hier oben dann nochmal so eine kleine, das ist eigentlich eine Flamme, wie ihr hier sehen könnt, nur halt in weiß, so als Piratenfeder oben dran, die sitzt ein bisschen wackelig, also seht ihr, die rotiert auch ein bisschen schnell. Dann habt ihr hier nochmal die Fackel mit dabei, einen kleinen Säbel, da bekommt ihr auch noch ein Ersatzteil, genauso wie von diesem Abzeichen, das ihr hier auf der Brust hat. Ist ein schöner Pirat natürlich. Außerdem ist noch ein Skelett mit am Start, ein ganz normales Standardskelett mit den runden Augen dann, mit zwei Armen. Ihr könnt ihm natürlich auch einen beliebigen Säbel in die Hand geben oder ähnliches. Flexibel ist es natürlich auch, kann die Beine ganz nach hinten und ganz nach vorne drehen, könnt ihr zum Beispiel hier irgendwo an Mast hängen. Ist natürlich eher nicht für das Piratenschiff geeignet, die Piraten sind natürlich ordentliche Menschen, aber wenn ihr zum Beispiel das gerne in die Taverne legen möchtet oder so, habt ihr es hier nochmal am Start. Gleiches gilt dann hier für den nächsten Piraten. Der erinnert ein bisschen an die Barracuda-Bucht, dieses Tal, was ihr hier sehen könnt. Das gab es auch schon bei ganz, ganz vielen Piraten vorne. Vorher das Torso-Teil, das Gesicht gab es, glaube ich, auch schon vorher. Den Hut ist so ein klassischer Dreispitz. Ja, ist ein schöner Pirat, nochmal als Füllmaterial mit dabei. Genauso wie dann auch der nächste Pirat, den kennen wir so ähnlich auch schon aus der Piratenbucht. Da seht ihr, dann ist dann hier wieder das Unterhemd, was er da anhat, diese Metallic-Pistole, sowie dann ein kleines Fernglas, womit er dann halt noch ein bisschen in die Ferne gucken kann. Könnt ihr zum Beispiel oben in das Krähennest reinsetzen. Ist auch eine schöne Figur. Einziges, was ich nicht so mag, ist, wie ihr hier hinten schon gerade gesehen habt, ein bisschen, wenn man jetzt nicht ganz aufpasst und hier auch guckt, dann sieht man da noch den Mund unten drunter. So, wenn man es genau hinlegt, dann ist es nicht schlimm, dann sieht man es auch nicht. Hat halt noch ein doppelseitiges Gesicht. Das Gesicht gibt es natürlich auch in verschiedenen anderen Lego-Themengebieten. Außerdem haben wir noch so eine kleine Schatztruhe mit dabei, mit ein paar Diamanten mit dabei. Die Diamanten bekommt ihr sogar auch als Ersatzteile. Das gab es damals nicht. Also ihr habt nochmal einen grünen und nochmal einen roten. Könnt ihr ganz einfach zuklappen. Hier können das auch Minifiguren dann halt noch so durch die Gegend tragen. Dann haben wir hier nochmal Kanonen, direkt zwei Stück an der Zahl. Die haben nochmal so Rollen unten mit dabei. Die können dann halt, rein theoretisch könnten die auch auf Schienen fahren, wenn die halt so eine Breite hätten. Dann habt ihr hier vorne halt nochmal, hier hinten ladet ihr es auf. Da können wir einfach mal eine Kanonenkugel hier reinmachen. Die packt ihr da rein, dann zieht ihr da hinten dran und dann, zack, fliegt das weg. Simple Funktion, gibt es schon seit Ewigkeiten von Lego so. Hat halt nicht wirklich Durchschlagskraft. Aber sieht aus wie eine Kanone und ich bin zufrieden, dass es immerhin zwei sind. Also ihr habt ja insgesamt vier Löcher, aber es sind nur zwei Kanonen. Dann haben wir noch ein kleines Fass mit dabei, sowie dann hier so einen kleinen Haifisch. Den Haifisch, den könnte man eigentlich rein theoretisch so auch in einem Polybag bringen. Ist solide gebaut. Wir haben hier hinten so ein paar Kugelgelenke mit dabei, mit denen ihr das drehen könnt. Hier ein Kugelgelenk, da ein Kugelgelenk. Für den Mund ein Kugelgelenk, das heißt, er kann auch mal auf den Stein beißen, sagen wir mal so. Ich finde, die Figur ist cool. Also sieht schön aus mit dem Mund, mit den Augen, mit den Zähnen hier vorne dran. Klar, in der Creator-Reihe, da gehört kein Fertig-Hai rein. Deshalb musste selber gebaut sein. Bin ich sehr zufrieden mit, wie der aussieht. Ihr habt an diesem Set auch noch ein paar tolle Spielfunktionen. Beispielsweise könnt ihr natürlich hinten die Kapitänskajüte öffnen, da reingucken, von oben das aufmachen und so weiter. Ja, das ist eigentlich so wie bei zum Beispiel der Black Pearl oder anderen Schiffen vorher auch schon gewesen. Ist ein bisschen kleiner da drin, aber trotzdem zum Spielen reicht das auf jeden Fall. Ihr könnt den Anker noch ein- und ausfahren vorne. Das funktioniert auch sehr, sehr gut und ist auch sehr, sehr simpel gelöst mit einem Technik-Pin, der da drin steckt und dann die Kette auf- und abrollt. Ihr könnt natürlich auch noch die Kanonen in die Kanonenlöcher unten reinfahren. Dann gibt es insgesamt vier Plätze, aber halt nur zwei Kanonen leider. Dann könnt ihr natürlich noch die Piraten über die Planke laufen lassen. Funktioniert soweit auch ganz gut. Und vorne habt ihr natürlich nochmal eine Meerjungfrau dran. Das ist natürlich auch keine Minifigur, sondern eine Brick-Build-Meerjungfrau. Und ich finde, für die paar Teile, die damit verbaut sind, sieht die schon ganz gut und vor allen Dingen auch erkennbar aus. Das hat mich echt überrascht. Sieht auf den Fotos schlimmer aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Jetzt natürlich noch die Frage, lohnt es sich, dieses Set zu kaufen oder sollte man vielleicht eher das Doppelte bezahlen und sich direkt die Pirates of Barracuda Bay kaufen?
Ich sage ehrlich, dieses Schiff ist das spaßigste Piratenschiff, was ich jemals gebaut habe. Klar, es ist nicht so ganz groß, aber die Bautechniken, die hier mit drin sind, sind super. Man kann es rein theoretisch nochmal alles auseinandernehmen und in die Alternativmodelle nochmal umwandeln, hat dann da auch noch Spielspaß mit dabei. Das ist schon nicht schlecht. Auch ist es was Neues mit dem Brickbuild-Segeln. Und für 100 Euro 1260 Teile zu bekommen, ist vollkommen in Ordnung. Klar, die Pirates of the Barracuda Bay ist nochmal, da ist das Schiff nochmal ein bisschen größer, ein bisschen imposanter. Das ist eine ganz andere Hausnummer, klar. Aber für jedes Kind, das gerne so ein bisschen in Lego einsteigen möchte, oder jeden Erwachsenen, der vielleicht nicht direkt 200 Euro ausgeben möchte und trotzdem dreimal den Bauspaß haben will, ist das ein super Set. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, dass es für mich das Creator 3-in-1 Set schlechthin ist. Ein besseres 3-in-1 Set habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nicht gebaut. Natürlich ist das Ganze auch so ein bisschen ein Kompromiss. Ihr wisst, Lego tut sich ein bisschen schwer mit einer eigenen Lego-Piraten-Themenreihe. Und so ein Abstecher in der Creator-Reihe, das ist was ganz Nettes. Denn in einer normalen Piratenreihe würde man natürlich auch nicht Alternativmodelle zu den Sets bekommen. Alles in allem fehlte jetzt eigentlich nur noch der Gegenspieler für dieses Piratenschiff. Also irgendwie irgendeine Festung für Rotröcke oder sonst was, die hier natürlich gar nicht vertreten sind. Das wäre noch vielleicht ganz cool, aber ansonsten bin ich mit diesem Set auch vollkommen zufrieden und gebe meine riesige Empfehlung dafür raus. Das ist wirklich mal was richtig Besonderes von Lego. Falls euch noch mehr Piratenschiffe interessieren, ist hier noch das Review zur Pirates of the Barracuda Bay. Und bis dahin, habt noch einen ganz schönen Tag und ciao.